Moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stellen wir euch den neuen Tastsensor F10 von Jung vor. Man würde gerade meinen, dass das Jahr 2020 das Jahr der neuen Tastsensoren ist. Und so hat Jung dieses Jahr im Zuge der Light & Building den neuen Tastsensor F10 vorgestellt. Den F10 gibt es sowohl für die A-Serie als auch für die LS-Serie und ist somit sehr universell einsetzbar vom Design her. Wenn man sich jetzt den Schalter mal näher anschaut, so fällt eins auf, er ist verdammt unauffällig. Auf den ersten Blick, für einen Nichtsahnenden, ist er eigentlich gar nicht als KNX-Taster zu erkennen, weil vor allem die Wippe im Vergleich zu allen anderen Geräten, die so am Markt sind, angeschrägt ist. Das heißt, er sieht wirklich aus wie ein ganz konventioneller Schalter in der Wand. Die Besonderheiten im Schalter stecken aber im Hintergrund bzw. in der Applikation und der Hardware. Jetzt kann man sich natürlich sagen, naja gut, es gibt von Ling & Yardke schon einen Taster, es gibt von MDT einen ähnlichen Taster, warum soll ich überhaupt auf den Jungen gehen? Am Ende vom Tag ist es erstmal eine Geschmackssache, was den Tastpunkt, was die Bedienphilosophie angeht. Denn die angeschrägten Wippen sehen zwar erstmal gut aus, aber für einen Nichtswissenden, der würde grundsätzlich, weil es ja aussieht wie ein normaler Schalter, unten drauf drücken, weil er denkt, es wäre ein Taster. Ist es aber nicht. Sodass der F10, wie gesagt, oben und unten Tastpunkte hat. Was aber zum Beispiel den Jung deutlich vom MDT und auch vom Ling & Yardke Tast unterscheidet, ist die Art der Wippen. Nämlich, er hat im Vergleich zum Ling & Yardke hat er die Möglichkeit, einen Status-LED anzuzeigen über die beiden Lichtkanäle. Und im Vergleich zum MDT hat er saubere Wippen und auch einen vernünftigen Hub da hinten dran. Das heißt, der Tastpunkt ist vernünftig. Jeder, der die letzten Smart Facts Videos geschaut hat, weiß, dass ich ein bisschen penibel bin, was Tasten angeht oder was Tastpunkte angeht. Und da muss man sagen, es fühlt sich wirklich gut an. Und ich glaube, ich habe schon seit längerer Zeit keinen besseren Tastpunkt mehr gehabt bei so einem Taster als beim Jung. Der einzige, der vielleicht noch nahe rankommt vom Tastpunkt, ist der neue Gira Tastsensor 4. Schauen wir uns jetzt den Taster mal ein bisschen im Detail näher an. Auch Unterschied zu Ling & Yardke und auch zu MDT ist, der Taster hat einen vernünftigen Metallrahmen, der auf der Dose aufgeschraubt wird. Das heißt, er ist wirklich gut eingefasst, er hält wirklich bombenfest in der Wand und dementsprechend wirkt es allein schon von der Haptik deutlich besser. Zusätzlich zum Taster gibt es dann die Wippensets, entweder in Planko mit oder ohne Lichtkanal oder halt eben auch bedruckt, zum Beispiel für Jalousie. Das wie gesagt im System A, sprich 55er Maß bei Jung oder auch im LS-Design. Wenn man die Wippen jetzt draufsetzt, man muss natürlich aufpassen, wo oben und unten ist bei den Wippen. Einmal kurz draufgesetzt, schon rastet die Wippe sauber ein und ich habe eine sehr schöne Funktion in meinem Taster drin. Auf der Rückseite des Tasters sind nochmal Besonderheiten. Da kommt er dem Ling & Yardke schon sehr nah. Wir haben auf der Rückseite neben der KNX-Busklemme noch vier weitere Klemmen. An diese weiteren Klemmen kann ich entweder einen konventionellen Installationstaster anschließen oder Erweiterungseinheiten, die es auch als Einfach- oder Zweifach-Variante gibt. Das bringt mich auch gerade zu dem Thema. Den Taster F10 gibt es als Einfach- oder als Zweifach-Variante. Das ist auch dementsprechend bei der Bestellung zu beachten. Bei der Status-LED kann man aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau auswählen. Ich denke mal, das sollte für die meisten Funktionen eigentlich vollkommen ausreichend sein. Zudem kommt noch die Funktion, dass man sagen kann, wenn ein Telegramm bzw. 0 Telegramm am Taster ankommt, am Status-LED, soll einmal rot oder blau beispielsweise angeschaltet sein, sodass ich da noch ein bisschen variieren kann. Gekoppelt wird die Sache mit der Möglichkeit, auch Alarmmeldungen weiterzugeben, sprich, wenn ich eine Alarmmeldung auf den Taster sende, dann blinken die beiden LEDs rot und übergeben dann auch alle anderen Farben, die hier eingestellt worden sind. Was einem guten
KNX-Taster von heute nicht fehlen darf, ist der integrierte Temperatursensor. Den hat der Jung FC natürlich auch mit drin, sodass ich eigentlich in einem sehr kompakten Gerät alles drin habe, was ich brauche. Und wenn man sich jetzt das mal vergleicht, wer die Wettbewerber zurzeit am Markt sind, so ist Jung der erste Hersteller, der einen solchen Taster von der klassischen Schalterindustrie auf den Markt bringt. Und man merkt es auch wirklich, wenn man das Ding bedient, es fühlt sich wirklich anders an als andere Taster am Markt. Ja, wir sind natürlich die Volto Smart Facts und daher schauen wir uns auch einmal jetzt noch kurz die Applikation an. Und da werdet ihr auch sehen, dass diese Applikation extrem frisch aussieht und auch wirklich nach dem neuesten Standard der Applikationsprogrammierung aufgebaut worden ist. Die Applikation ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, extrem frisch vom Look and Feel her. Man sieht, Jung hat auch hier die neuen Funktionen mit eingesetzt, dass man jetzt auch die Reiter mit Symbolen versehen kann. Ich finde das persönlich extrem hübsch und es erleichtert auch häufig dann den Umgang mit der Applikation. Wir schauen uns den Zweifach-Universal-Taster an. Das heißt, wir haben zwei Wippen, also eine Serienwippe und die integrierte Temperatursensorik. Im Allgemeinreiter stelle ich erstmal das Bedienkonzept ein, ob es also als Wippenfunktion dargestellt sein soll oder einzelne Tasten, sowie die Art und Weise, wie die Status-LED angesteuert werden soll. Entweder ich habe hier die Variante, dass man sagen kann, es ist dauerhaft oder immer die gleiche Farbe, rot, grün oder blau für beide Wippen, oder ich kann die Farbauswahl je Status-LED einzeln einstellen. Als schöne Alternative, und das habe ich bisher auch noch nie sonst so gesehen, gibt es die Möglichkeit, die Farben der Wippe dementsprechend über drei Objekte anzusteuern. Das heißt, man sieht es hier, ich kann über einen Bit-Befehl die drei Farben einzeln anwählen, wenn ich vielleicht verschiedene Statis anzeigen möchte. Ein Mischen der drei Farben ist nicht möglich, es ist immer der letztgesendete Wert, hat dann dementsprechend die Farbe, die angezeigt wird. Bei der Wippe, wen wundert es, ich kann natürlich meine Bezeichnung eingeben, die übernommen wird in die Kommunikationsobjekte, habe dann meine klassischen Funktionen, Schalten, Dimm, Jalousie, den Szenennebenstelle, Reglernebenstelle, aber auch den Wertgeber. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Dimmen anschauen, da sehen wir eine tolle Funktion, dass ich hier mittels dieser Dropdown oder zwischen den File-Menüs, nenne ich es mal so, kann ich einstellen, wie lang die Zeit sein soll. Vorher habe ich vielleicht irgendeine Zahl angegeben. Hier kann ich es mittels dieser File-Hoch-File-Runter-Thematik machen und kann auch sehr schön dort meine Zeiten einstellen. Ob es jetzt sinnvoll ist, 49 Sekunden zu warten, bis ein Telegramm kommt, das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Aber es geht. Wir haben als tolle Geschichte den Wertgeber. Beim Wertgeber, wie der Name schon sagt, sende ich die Werte raus. Klar, klassischerweise ein Byte beispielsweise. Aber was wirklich spannend ist, ist die Thematik, dass ich hier zum Beispiel einen Farbkreisdurchlauf machen kann. Das heißt, ein RGB-Farbkreisdurchlauf ist sonst nur beim MDT-Glas-Taster in der Form bekannt. Ich kann jetzt hier bei dem Jung F10-Taster hingehen, benenne eine Starthelligkeit, eine Startfarbe und habe jetzt hier die Option zu sagen, wie soll der Farblauf ablaufen. Sieht dann so aus, wenn ich die Taste kurz betätige, wird diese Farbe, die ich dann einstelle, aufgerufen. Und wenn ich dann die längere Haltezeit, wir machen jetzt mal eine Sekunde, auswähle, dann fängt er ab einer Sekunde an, die Farbe durchzulaufen in der Schrittweite von 1 Grad auf der U-Kurve. Besonders ist jetzt hierbei, es scheiden sich ein bisschen die Geister, ob es eine RGB- oder HSV-Ansteuerung sein soll, die wir irgendwo ansteuern. Er kann beides. Das heißt, entweder geben wir den RGB-Wert als 3-Byte-Objekt raus oder wir nutzen HSV jeweils als eigener Wert. Ja, ansonsten die anderen Thematiken sind eigentlich einleuchtend. Man kann auf diese Zweikanalbedienung reingehen, was am Ende vom Tag die Thematik aussagt. Ich kann
Mit einem kurzen Tastendruck mache ich den einen Befehl, zum Beispiel ein Bit schalten. Und auf den zweiten Kanal sage ich, es soll einen Wert senden. Das heißt, wenn ich jetzt die Taste 1 drücke, dann kurz drücke, dann wird ein Bit geschaltet. Und wenn ich die Zeit länger gedrückt halte, dann dementsprechend, oder die Taste länger gedrückt halte, dann wird dementsprechend ein Byte-Objekt rausgesendet. Wie auch schon erwähnt, der Taster hat eine integrierte Temperaturmessung. Die können wir auch noch im allgemeinen Reiter mit einstellen, genauso wie die Alarmmeldung, sprich, dass die roten LEDs dann dauerhaft blinken. Wir haben eine Sperrfunktion auch mit drin, um die Tasten zu sperren und optional, wenn die Alarmmeldung nicht aktiviert ist, den Energiesparmodus. Der Jung F10-Taster, ich muss ehrlich sagen, ich mag ihn wirklich gerne leiden. Allein schon, dass die Thematik dort ist, dass die Wippe angeschrägt ist und dass der Taster wirklich aussieht wie ein ganz normaler Schalter. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele, die das bisher bei den vorhandenen Schaltern am Markt vermisst haben. Applikation gefällt mir auch extrem gut. Sie wirkt extrem frisch. Sie ist wirklich modern aufgebaut. Da können sich andere Hersteller zurzeit wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Preislich, das Ding ist wirklich extrem interessant, auch für den Wohnungsbau, sodass man mit diesem Taster es auf jeden Fall auch hinbekommt, im regulären Wohnungsbau auch KNX mal sich vorzustellen. Von daher, wenn ihr Fragen habt zum Jung F10-Taster, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.